Steffi? Steffi? Steffi, die Kameras laufen. Steffi, warum antwortest du nicht? Ich fange heute später an. Hä? Na, ich hab Gleitzeit. Gleitzeit? Gleitzeit hatten wir lange nicht. Wie wär's, wenn ich dann das Gleitgel hole? Thorsten, du Ferkel. Ich meine, dass ich heute meinen Arbeitsbeginn flexibel gestalte. In Baden-Württemberg, da gibt es jetzt eine Schule, da können sich die Schüler selber entscheiden, ob sie 7.50 Uhr anfangen wollen oder 9.40 Uhr. Und können sie sich auch entscheiden, ob sie lieber eine 4 in der Arbeit hätten oder eine 1? Ach, Thorsten, du bist so von gestern. Ja, von gestern Morgen oder von gestern Mittag? Oder kann ich das selbst entscheiden? Mach dich mal locker. Steffi, ich komme bei der Jugend einfach nicht hinterher. Erst kleben sie sich fest, dann wollen sie mehr gleiten. Okay. Boomer. Steffi, willst du eigentlich noch Kinder? Ach, Thorsten, weißt du, wenn ich was Kleines Zappliges will, was nervt und nicht richtig sprechen kann, hab ich doch dich. Steffi, ich hab übrigens gehört, die grüne Jugend, die grüne Jugend, die will jetzt eine 4-Tage-Woche. 4-Tage-Woche? Das ist aber sehr wenig. Nee, das finde ich doof. Wenn die Woche nur bis Donnerstag geht, dann fällt ja das Wochenende weg. Nein, Steffi, 4 Tage arbeiten, bei vollem Lohnausgleich. Och, das finde ich ein bisschen vermessen. Eben, die sollen erst mal was leisten. Sag mal, Thorsten, wie lange arbeiten wir eigentlich? Naja, es ist immer eine Sendung pro Monat mit 2 Auftritten von je 2 Minuten. Also ist das ein 4-Minuten-Monat? Genau, bei mehr als vollem Lohn. Und der Rest? Der Rest ist gemeinsame Gleitzeit. Michael Hartzius mit Thorsten und Steffi. Ja. Da wollen wir nicht stören, würde ich mal sagen.